Hallo und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um ein smartes Schloss von der Firma Relock. Bevor wir dazu kommen, wie das Schloss eingebaut wird, zeige ich euch erst einmal den Packungsinhalt. Da haben wir schon die Bedienungsanleitung und da ist das Schloss. Das ist der Schließzylinder. Der ist jetzt natürlich noch nicht montiert, der muss dann noch angepasst werden. Aber hier könnt ihr schon mal den Schließzylinder sehen mit dem Fingerabdruck hier. Die Batterien kommen hier unten rein, das gucken wir uns aber gleich an. Was haben wir hier noch? Da haben wir einen kleinen Schraubendreher. Ich dachte erst, das wären Schlüssel. Das ist ein kleiner Schraubendreher und ein paar Karten mit QR-Codes. Da schauen wir mal, was wir damit dann gleich machen können. Und mehr ist da erstmal nicht drin. Gut, dann werden wir uns jetzt diese Sachen mal genauer anschauen. Nun möchte ich euch noch eben vorlesen aus der Bedienungsanleitung, die übrigens auch Deutsch beinhaltet. Und alles ist in einer angenehm großen Schrift geschrieben. Also ich hatte ja schon Bedienungsanleitungen, wo ich selbst mit Brille so gut wie gar nichts lesen konnte. Da musste ich wirklich erst mit dem Handy vergrößern. Aber hier ist alles in einer angenehm großen Schrift sehr gut. Und vor allen Dingen auch Deutsch dabei, das ist sowieso immer gut. Wir Deutschen sind da ja schon mal so ein bisschen eigen. Und da haben wir, der Zylinder selbst ist 17 mm dick und 33 mm hoch. Das ist ein genormtes Maß, also deutsche Türen haben diese Schließzylinderformate. Und dann könnt ihr dieses Schloss einbauen in eine Tür von 30 bis 70 mm. Und der Schließzylinder sollte, damit man ihn gut bedienen kann, von Türrahmen 40 mm mindestens entfernt sein. Okay, dann würde ich jetzt sagen, bauen wir das Schloss mal ein und schauen uns an, wie einfach oder wie schwer das ist und wie die Handhabung allgemein ist. Wir müssen zunächst den Original-Schließzylinder ausbauen. Dazu lösen wir hier diese lange Schraube, mit der Zylinder fixiert ist. Und dann bringen wir den in eine Position, in der man den rausschieben kann. Das war jetzt ein bisschen hakelig. Das ist quasi unser Original-Schließzylinder. Und die Schraube, die wird dann quasi hier reingedreht, damit der in Position bleibt und nicht darum wackelt. Oder dass man den dann auch, wenn man aufschließt und mit dem Schlüssel zum Beispiel an der Tür zieht, dass man den Zylinder dann nicht mit rauszieht. All solche Sachen soll die Schraube dann quasi verhindern. Und so wird auch der neue Zylinder in der Tür fixiert. Nun werde ich den Zylinder mal in das Schloss schieben. So, da ist jetzt quasi die Position, wo die Schraube reinkommt.
Und die kann ich dann jetzt auch direkt reindrehen. Ihr solltet die jetzt nicht übermäßig festziehen, nur so handfest, weil im Prinzip kann das Schloss ja nicht weg und die Schraube ja auch nicht. Beim Anbringen vom Schloss müsst ihr darauf achten, dass dieses Loch mit der Skala oben ist, wenn ihr den Griff da drauf schiebt, denn hier drin ist nochmal ein Loch und dann kann man hier eine Schraube reindrehen durch dieses Loch. Das mache ich jetzt mal. Jetzt drehe ich mit dem Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis das Schloss relativ nah am Beschlag ist. Ihr seht, das geht schneller, wenn ich das Schloss entgegengesetzt zum Schlüssel drehe. So, jetzt bin ich sehr nah am Türbeschlag. Ihr solltet dort so einen halben Millimeter bis Millimeter Abstand halten, damit es am Türbeschlag keine Kollision gibt oder Reibung, wenn ihr das Schloss dreht. Und wir können das jetzt hier fixieren. Ich schiebe das nochmal zurück. Wir sehen jetzt hier dieses Loch von dem Zylinder. Da wird das jetzt hier draufgeschoben. Wenn das nicht sofort drauf geht, dann müsst ihr da so ein bisschen wackeln und dann könnt ihr das draufschieben. So. So weit da reinschieben, damit ihr dann die Schraube da reindrehen könnt. Wie gesagt, bisschen wackeln und dann geht das schon drauf. Ich nehme so eine ganz kleine Schraube. Ich ziehe das relativ fest, damit das nicht bei der Benutzung sich irgendwie wieder losrappelt. Ihr solltet aber bedenken, dass ihr die Schraube nicht überdrehen solltet, weil dann habt ihr hier schlechte Karten. Jetzt ist das erstmal außen montiert. Da kommt dann gleich die Batterie rein. Hier haben wir dann das Bedienpad. Und dann können wir das Schloss schon einrichten. So, zum Einlegen der Batterien nehmen wir einfach hier das Batteriefach. Das haben wir ja aus dem Schloss so rausgezogen. Und wir haben hier eine Nase, der können wir nach oben ziehen, vorsichtig. Und dann ist das Batteriefach auf. Da legen wir jetzt drei von diesen 3xA-Batterien rein. Immer da, wo die Feder ist, ist Minus. Dann machen wir das wieder zu und können das in das Schloss einschieben. Und dann hören wir auch sofort einen Piep, wie ihr gehört habt. Nun fixieren wir das Batteriefach ebenfalls mit einer Schraube. Bei den Schrauben haben wir eine etwas größere dabei. Die werde ich jetzt hier mit einem Schraubendreher vorsichtig reindrehen. So, damit ist das Batteriefach fixiert und wir können den Gummi hier jetzt andrücken. Das ist nur ein Schutz und damit das auch optisch gut aussieht. Und jetzt machen wir die Innenseite. Der Schließzylinder hat von innen einen solchen Knauf. Der wird hier einfach drauf gesteckt. Der hat hier oben Löcher. Da wird diese kleine Madenschraube reingedreht und an der Unterseite hat der so eine Nut, weil im Zylinder ist eine Nase, wo die Nut
die genau in diese Nut passt, die ist quasi für die Kraftübertragung beim Drehen zuständig. Und die Madenschraube fixiert nur den Knauf, damit man ihn nicht abziehen kann. Ich nehme jetzt den mitgelieferten Imbusschlüssel und werde einfach die Madenschraube da reindrehen. Ihr werdet merken, beim Reindrehen rutscht die Madenschraube in ein solches Loch und dann könnt ihr den schon nicht mehr abziehen. Und dann wird das ebenfalls nur handfest gezogen. Das ist ja nur zur Verhinderung, dass der Knauf abgezogen werden kann. Die Kraftübertragung erfolgt ja über die Nase. Und dann ist das schon fertig. Ihr könnt jetzt theoretisch die Tür damit aufschließen und auch aufziehen. Das ist jetzt fixiert. Das Schloss ist nun eingebaut. Ich kann es jetzt auch innen schon benutzen. Über den Knauf an der Innenseite funktioniert das Schloss bereits. Wir müssen es jetzt nur noch einrichten, damit auch die Außenseite funktioniert. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man die App installiert. Wir haben hier an der Außenseite einen QR-Code. Jetzt nehme ich hier mal mein zweites Handy, das ist ein Huawei P40 Pro. Das hat keine Google-Dienste, aber ihr werdet sehen, das funktioniert trotzdem. So, Code gescannt. Jetzt seht ihr hier ein Menü. Da könnt ihr schon die technischen Daten von dem Schloss sehen. Und dann haben wir hier ein Telefonsymbol. Wenn wir da drauf tippen, kommen wir zur App. Und hier kann ich jetzt sagen, dass ich zum Beispiel von Google Play die App haben möchte. Und dann wähle ich den Play Store aus. In meinem Fall ist das der Aurora Store. Auf Handys mit Google-Diensten habt ihr dann ganz regulär den Google Play Store. Und ich drücke hier jetzt installieren. Und dann wird die App ganz normal installiert. Also funktioniert das auch bei Handys ohne Google-Dienste. Ich habe die App jetzt geöffnet und ich nehme auf meinem zweiten Handy auch auf, damit ihr sehen könnt, was ich sehe. Jetzt möchte ich mich hier erst einmal registrieren, weil ich noch keinen Account habe. So, jetzt kann ich hier ein Schloss hinzufügen, indem ich Plus sage und hier Türschloss hinzufügen wähle. Jetzt gehe ich wieder den QR-Code scannen am Schloss und das Schloss ist dann da. So, die Device-ID steht auf dem Karton, die tippe ich jetzt mal ab. Ich habe jetzt gedrückt ID nicht gefunden, weil da nichts passiert ist. So, jetzt drücke ich hier, ich bin Administrator, klicke, um den Zylinder zu koppeln. Jetzt kann ich hier schon schließen, das Schloss funktioniert. Sehr schön. Wird verbunden steht jetzt hier, erfolgreich verbunden. Sie können nur das Kennwort ändern, wenn Sie Administratorrechte haben, steht jetzt hier. Also es hat ohne Device-ID funktioniert. Jetzt kann ich hier noch auf Wiederholen klicken, ist aber nicht nötig. Das heißt, ich werde jetzt hier mal zurückgehen. Gehe nochmal auf Gerät hinzufügen.
So, jetzt hat er das wieder gescannt und er möchte wieder die Device-ID. Also das Gerät ist noch nicht verbunden. Ich gebe jetzt nochmal die Device-ID vom Karton ein. So, er hat jetzt gesagt verbunden, aber in der App ist nichts zu sehen. Schlossdaten werden abgerufen. So, jetzt ist es da. Es hat ein bisschen gedauert. Jetzt kann ich hier auch Einstellungen vornehmen. Ich kann sogar zum Beispiel ein Firmware-Upgrade machen. Da ist aber jetzt die neueste Firmware drauf. Ich kann das Schloss natürlich wieder entfernen. Ich kann Berechtigungen an eine andere E-Mail oder Telefonnummer übertragen. Das ist zum Beispiel ganz gut, wenn ihr noch weitere Familienmitglieder habt. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das Schloss so weit eingerichtet bekommen, dass man das ganz normal benutzen kann. Also was ohne weitere Einrichtung sofort funktioniert, das sind diese RFID-Tags, die mitgeliefert wurden. Ihr könnt jetzt einfach hier den Knopf drücken, haltet den Tag da dran und das Schloss funktioniert sofort. Das heißt also, wenn ihr jetzt über Fingerabdruck oder ähnliches gar nichts weiter machen wollt, dann könnt ihr einfach diese ID-Tags verwenden. Es sind 3 Stück dabei. Also wenn ihr jetzt eine Familie mit 3 Leuten seid, könnt ihr schon mal das Schloss jetzt einfach so nutzen. Ich habe ja meinen Administrator-Fingerabdruck eingerichtet. Der müsste jetzt normal auch funktionieren. Und siehe da, das Schloss funktioniert. Wenn ihr in Bluetooth-Reichweite von dem Schloss seid, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn jemand vor der Tür steht, das Schloss auch aus der Ferne entriegeln, indem ihr einfach auf der App hier das Entriegelungssymbol drückt. Und dann kann derjenige von draußen selber rein. Der kann dann selber die Tür öffnen. Jetzt ist das Schloss automatisch wieder gesperrt und es funktioniert wieder nicht. Also auch eine sehr praktische Sache. Wenn ich nun den Daumen meiner anderen Hand hinzufügen möchte, muss ich die Set-Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Mit dem Daumen vom Admin entsperren. So, jetzt einmal drücken, um einen weiteren zu registrieren. Da war ich wohl zu langsam. Also nochmal. So, jetzt müsste der auch registriert sein. Jetzt warten wir einfach wieder, bis der aus dem Menü rausgeht, automatisch. Und jetzt müsste ich theoretisch auch mit diesem Daumen entsperren können. Das Schloss ist jetzt verriegelt. Und siehe da, funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal, wie man einen Fingerabdruck von einem Benutzer hinzufügt. Dazu halte ich die Set-Taste 5 Sekunden gedrückt. Identifiziere mich als Admin. Drücke jetzt noch einmal die Taste, um einen Benutzer hinzuzufügen. Nehme dann einen anderen Finger. Und der ist jetzt unter ID 04 hinzugefügt. Das Schloss schaltet sich jetzt wieder selbst ab. Und jetzt kann ich probieren, mit diesem Finger zu öffnen. Und es geht. Ich möchte euch jetzt nochmal grundlegend die Bedienung zeigen. Wir haben ja hier eine Taste, das ist die Set-Taste.
Die halte ich gedrückt, wenn ich ins Menü möchte oder wenn ich zum Beispiel das Schloss benutzen möchte, also entsperren möchte, dann drücke ich da einmal kurz drauf, entsperre mit dem Fingerabdruck und dann kann ich schließen. Jetzt ist das Schloss wieder gesperrt, nach ein paar Sekunden. Und wenn ich nun ins Menü möchte, muss ich diese Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Dann mit meinem Administratorfinger, sage ich mal, entsperren. Und dann kann ich verschiedene Funktionen machen. Mit der Set-Taste kann ich diese Funktion durchschalten. Ihr müsst dabei ein bisschen schnell sein, weil das Schloss immer nur ein paar Sekunden wartet. Ich zeige euch das jetzt mal. So, jetzt kann ich hier quasi Admin hinzufügen, war schon, Benutzer hinzufügen. Dann kann ich hier verschiedene löschen. Ich kann RFID, ihr seht es ja, Fernsteuerung hinzufügen, Sprache wechseln. Und immer da, wo ich stehen bleibe, das macht er dann, wenn ich ein paar Sekunden nichts mache. Zum Beispiel Fingerabdruck hinzufügen. Jetzt möchte er, dass ich einen Fingerabdruck hinzufüge. Also der ist schon vorhanden. Also ihr seht, ihr habt immer nicht so viel Zeit. Jetzt ist er wieder zurück auf der oberen Menüebene und hier kann ich dann halt jetzt wieder auswählen, bis ich dann halt alles durchgedrückt habe und wieder vorne ankomme. Und wenn ich gar nichts mehr mache, dann wird er wegen Timeout wieder aus dem Systemmenü rausgehen. Jetzt hat er sich abgeschaltet und jetzt ist das Schloss wieder im normalen Bedienermodus. Ich kann das also jetzt wieder entsperren. Und dann ist es wieder, nach ein paar Sekunden ist das dann wieder gesperrt. Und so könnt ihr dann halt immer wieder neue Funktionen hinzufügen. Ihr könnt natürlich auch für einige dieser Funktionen die App verwenden. In der App könnt ihr allerdings keinen Administrator-Fingerabdruck hinzufügen. Das Schloss ist nun eingebaut, eingerichtet und funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt diese in den Kommentaren. Ich versuche gern zu helfen. Ich würde mich auch über ein Abo und ein Like freuen. Das kostet nichts, aber hilft dem Kanal. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.